lieben Gnulis und willkommen zu einer neuen Folge Du Gnu. Und ich sage mal wieder Dankeschön für die zahlreichen Fragen, die ihr unten in die Kommentare geschrieben habt. Und wir machen gar nicht lang rum und fangen wieder mit der ersten Frage an. Writer RSN hat mich Folgendes gefragt. Du Gnu, wenn Rapper rappen und Rockstars rocken, was machen dann Popstars? Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, meine Beagles können dir das besser beantworten. Denkt, dass die beiden ja Geschwister sind, finde ich das Ganze wirklich sehr krank. Broken Fist hat gefragt, du Gnu, bist du ein Hitman? Ich bin viel cooler als Hitman, ich bin nämlich ein Hit-Gnu. Wenn ich was Schönes sehe, dann zieh's mir auch an. Wenn du nicht aufpasst, dann hole ich bald auch deine Unterwäsche. Marvino Xacker hat mich gefragt. Du Gnu, gibt es eigentlich einen Nian Gnu? Natürlich gibt es das. Habt ihr das noch nicht gesehen? Das hat so viele Klicks. Das ist das meistgeklickste Video überhaupt im Internet. Nur leider weiß keiner, unter welchem Tag man das Video eigentlich findet. Das bleibt mein Geheimnis. Der liebe Klingenwerfer Kali hat eine interessante Frage an mich gestellt. Du Gnu, bist du Gnu lecker? Zwischen unsere Freundschaft gedrängt. Ambivacation fragt, du Gnu, kannst du mal zeigen, wie man richtig ein Sandwich macht, bitte? Du Gnulis, da ihr jetzt, glaube ich, langsam alle alt genug seid, zeige ich euch, wie man ein Sandwich richtig macht. Zuerst nehmt ihr euch ein bisschen Gemüse heraus. Ich habe mich für Paprika, Gurken und Tomaten entschieden. Diese schneidet ihr nun in kleine Stücke. Anschließend fehlt nur noch ein Burrito-Brötchen und fertig ist der Burrito. Oder hast du etwa von dieser Art des Sandwich machen gesprochen? Wenn ja, dafür bist du noch zu jung. Miau Miau hat gesagt, du Gnu, kannst du mal deinem Hund sagen, dass er bald fliegen wird? Ehrlich sagen, mein Hund hasst es schon, wenn er merkt, dass ich Du Gnu-Folgen aufnehme, weil er jedes Mal missbraucht wird und schon entsetzt schaut, aber er ist einfach so süß. Deswegen habe ich ihm das auch gesagt. Du wirst bald fliegen, fliegen wirst du. I believe I can fly. Und das Schöne ist, jetzt fliegen wir gemeinsam. Mr. X Yun fragt, wie teuer ist die Gnu-Milch? Momentan habe ich noch keinen Preis festgelegt. Da meine Euter sowieso so gequollen waren, dachte ich mir, schicke ich mal ein paar Proben an euch raus, um Resonanz für die Milch zu bekommen. Oh, da ist ja, das ist ja die Gnu-Milch. Darauf habe ich schon die ganze Zeit gewartet. Die allersehnte Gnu-Milch. Dass sie auch sowas liefern, hätte ich nicht gedacht. Oh, ein weiteres Paket. Was könnte da drin sein? Oh mein Gott. Die neue Gnu-Milch. Gleich mal ausprobieren. Manche verglichen die Milch sogar mit einer Art Orgasmus. Hey,
Na, auch mal einen Schluck. Natürlich sprechen wir hier von einem Geschmacksorgasmus. 75645 Chris hat mich gefragt. Egnu, wenn ich dir 100 Euro gebe, komme ich dann ins Video? Bankleitzahl und alles weitere findest du unten in der Beschreibung. So, meine lieben Nulis, jetzt gibt es noch eine Neuigkeit für euch. Da dieses Format so gut ankommt, möchte ich die Qualität des Formates einfach steigern. Das heißt, ich kaufe mir eine neue Kamera, möchte das Ganze besser belichten, möchte den Ton deutlicher machen und vor allem möchte ich euch noch mehr einbeziehen. Und zwar, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Gnu-Folge auch mal visuell mitzuwirken, dann schickt mir doch ein Video, wie ihr einen Karton öffnet und dann einfach kollabiert. Worum es geht, seht ihr in der nächsten Folge. Ich würde alle Videos mit einpflegen. Und vor allem könnt ihr mir gerne auch in Snapchat eure Fragen stellen. Dann werde ich nämlich in Zukunft nicht mehr die Fragen vorlesen, sondern einfach eure Videos in das Video mit hineinnehmen. Das gleiche gilt auch für Instagram. Dort könnt ihr mir auch einfach Videobotschaften schicken, die ich in das Video einpflegen werde. Aber trotzdem könnt ihr auch hier in YouTube drunter kommentieren weiterhin. Allerdings würde ich mich freuen, wenn ihr für die nächste Gnu-Folge auch einfach mal was Visuelles von euch da lasst. Denn das könnte das Format Gnu noch etwas mehr aufpimpen. Trotzdem werde ich auf jeden Fall auch Kommentare und auch Videonachrichten mit einbinden. Also ihr seid gefragt. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wieder Hüfchen nach oben. Danke für den Support und wir sehen uns in den Streams oder in den nächsten Videos. Und dann sage ich wieder Ade mit E. Maschi. Ich weiß nicht, ob ich Krawatten finde. So was. Sehr gut. Sehr aus wie Freestyle. Das war aber nicht mehr. Pito! Pito! Der steht einfach noch. Gehen mir die Puste aus, Alter.